Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wirklich. Ich werde nie wieder einen dummen Holländerwitz machen. Das ist schön, aber warum? Weil Sie so mutig sind. Hier, ich habe diesen FIFA-Vertrag, den jedes Land unterschreiben muss, wenn es eine WM ausrichten will. Stimmt, und die Niederlande waren das einzige Land, das den Mut besessen hat, diesen Vertrag zu veröffentlichen. Jawohl. Wobei, bei eurer WM-Bilanz, was hattet ihr schon zu verlieren? Unser Gewissen kennt ihr nicht, kann man nicht kaufen. Ach. Stehen Sie eigentlich noch zu Ihrer Wette? Oder? Ja, nein, doch, aber schauen Sie, dieser Knebel, dieser Vertrag hier, ja, von der FIFA, das ist ja der reinste Knebelvertrag. Ja. Verstehen Sie, die können sich über die Arbeitsrechtsbestimmungen des jeweiligen Landes einfach so hinwegsetzen. Ja. Das ist eine glatte Lizenz zum Ausbeuten. Ja. Verstehen Sie, ja? Ja. Und hier, schauen Sie mal, Paragraph 3, die zahlen keine Steuern. Ja. Also die FIFA zahlt keine Steuern. Ja. Und zwar vom Moment der Zeitpunkt der Vergabe bis zum Ende der WM. Ja. Keine Steuern. Auch die Bauunternehmer, die Franchise-Nehmer, die Vertragspartner der FIFA, die zahlen da alle keine Steuern. Ja. Verstehen Sie, auch die Sponsoren nicht. Verstehen Sie, milliardenschwere Unternehmen, die fallen in ein Land ein, graben das Geld ab und die ganzen Kosten wälzen sie auf den Steuerzahler ab. Ja. Wenn Sie noch einmal Ja sagen, wissen Sie, was ich damit Ihnen mache? Nein. Aber erklären Sie mir mal, wie kann es sein, dass ganze Länder alle die Beine breit machen, wenn die FIFA kommt? Das ist doch ein Non-Profit-Unternehmen, die haben 1,4 Milliarden Rücklage. Und die Funktionäre schwimmen im Geld. Wie zur Hölle machen die das? Das ist ganz einfach erklärt. Schauen Sie, die FIFA hat ein Produkt, das alle wollen, aber nur sie vertreiben. Damit Geld zu machen, das ist wie auf ein leeres Tor zu schießen. Oh, yes! Moment mal, aber die müssen ja die Fernsehrechte verkaufen, nicht wahr? Und da gibt's ja immerhin noch so etwas wie einen funktionierenden Wettbewerb, ne? Den kann die FIFA nicht so leicht ausschalten. Doch, die haben die Fernsehrechte jahrelang an immer denselben Zwischenhändler verkauft. Ja, an den Meistbietenden halt. Nee, an denen, der am wenigsten geboten hat. Hä? Was denn das für eine Taktik? Ja, weil der am wenigsten geboten hat, den Funktionären am meisten geboten hat. Über die Jahre so 140 Millionen. Wie, und das funktioniert? Ja, und wie geschmiert. Yes. Wie geschmiert? Also ich meine, das ist doch glatt ein Fall für die Justiz. Ja, wir sind doch hier schließlich nicht in einer Bananenrepublik. Schlimmer, da kommen Sie nicht mehr durch. Schlimmer, wir sind in der Schweiz. Wie? Was soll das denn heißen? Na, die FIFA sitzt in der Schweiz. Und in der Schweiz war bis vor kurzem Korruption bei Privatpersonen nicht strafbar. Und ich höre mal, Privatpersonen, das ist ein milliardenschweres Unternehmen. Das ist ein Verein. Wie die Taubenzüchter. Ah. Nur züchten die Mäuse. Jawohl, und das steuerfrei. Also entschuldige mal, das ist doch, jetzt reicht's mir langsam. Jetzt hole ich die Polizei. Ja, hier, ja. Gucken Sie mal, aha. Interpol. Ja. Ah, Spezialisten in der Korruptionsbekämpfung. Die werden, was machen Sie denn da? Das ist die Polizei. Ja, und ich bin die FIFA und ich habe gerade 20 Millionen gespendet. Die FIFA spendet 20 Millionen an Interpol? Warum das denn? Das ist, das ist Korruption. Das ist eindeutig Korruption. Das ist Korruptionsbekämpfung. Wie? Moment mal, weil die FIFA gibt der Polizei Geld, damit die bei denen die Korruption bekämpfen? Nein, doch nicht bei der FIFA. Die sollen die Korruption bekämpfen irgendwie in Fernost, wissen Sie? Keine Ahnung, irgendwie präventiv. Yes! Meine Herren, ich spüre da ein gewisses Misstrauen gegenüber der FIFA. Oh ja! Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir holen uns einen neutralen Schiedsrichter. Ja, gut, das ist gut. Jawohl. Einzige Bedingung? Er darf nicht in unsere Vergangenheit wühlen. Ah, sonst kommt noch was raus, ja? Ich darf Ihnen vorstellen, der Ermittler unserer Ethikkommission, Staatsanwalt Michael Garcia. Moment mal, die Pfeife kenne ich doch. Der hat doch die Aufsicht gehabt als beim Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank. Das war das größte Versagen, der Aufsichtsversagen in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. Genau unser Anforderungsprofil. Teuer und inkompetent. Sag mal, halten Sie sich an überhaupt keine Regeln? Wir sind die Regeln. Ach, spielen Sie auch mit sich selbst. Ja. Wir bei der FIFA, wir spielen am liebsten mit uns selbst. Wir werden unsere eigenen Gesetze durchsetzen und nicht warten, bis uns fremde Gerichte den Weg zeigen.